Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 109 von Aborion. Ja, ich bin schon ins nächste System gesprungen, bin auch schon hier bis zum Fusionsgeneratorfabrik geflogen und da kaufen wir jetzt zwei Fusionsreaktoren. Ja, dann wollen wir mal loslegen nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann mal ran hier. Achso, wir sind schon in Richtung gedockt möglich. Dann passt schon. Wir handeln Güter. Wir kaufen Fusionsgeneratoren. Zwei Stück. Kaufen wir. Haben wir. Und gucken gerade hier, ob es hier was Interessantes gibt. Gibt es Handelsrouten dafür? Nee. Kann man hier nicht sehen. Fusionskerner? Nee, Fusionsgeneratoren, aber... Die sind zu teuer wohl, ne? Dann lassen wir das. Okay, dann haben wir das. Unser nächstes Ziel ist jetzt, den Elektronenbeschleuniger noch zu haben. Gibt es hier nicht unbedingt. Ja, wir können immer noch mal ins Handelssystem gucken, ob hier das gibt. Aber, nee, das war hier nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Das kaufen ist hier richtig. Ewi, nee. So, dann wollen wir weiter gucken. Edelmetallminen, Handelsposten, ja, ich glaube, wir fliegen mal zum Handelsposten. Und was ist hier noch? Da sind nur drei Tore, okay. Einmal ausrichten und hinspringen. Und dann schauen wir mal gerade, dass wir dort den Handelsposten uns angucken. Obwohl, hätten wir auch im Handelssystem sehen können, ne? Nee. Gibt's auch nicht. Das ist schlecht. Gut, was haben wir hier? Da gibt's ein Ausrüstungsdock, Ressourcendepot. Ja, nicht das, was ich haben möchte, ne? Da steht immer nur kontrolliert von. Aber da waren wir noch nicht. Da sehen wir nicht, was drin ist, oder? Das ist per Karte gekauft wahrscheinlich. Okay. Da ist ganz viel, aber kein Handelsposten bei. Hier sind dafür zwei. Also, zack, Koordinaten rausgesucht. Aber wir können in die Richtung bleiben. Und dann springen wir gerade dahin, ne? Dann schauen wir uns das da an, wie es da aussieht. Einfach hier ins Handelssystem halt geguckt. Energieröhren, Energiezellen. Neutronenbeschleuniger. Aber leider kein Elektronenbeschleuniger. Ja, da waren wir noch nicht, ne? Und ich habe die Vermutung, dass hier... Da ist noch eine Zwischenstation und da wissen wir auch noch nicht, was ist. Dann springen wir doch da mal gerade hin. Noch 10 Sekunden für den Hyperraumantrieb. 3, 2, 1, go. Dann schauen wir uns da mal um. Ja, die gekaufte Karte ist dann zwar, sieht man, wo es dann die Verbindungslinien gibt und wo es Stationen gibt, aber sonst ist es jetzt nicht so dann zu sehen, was da Sache ist hier. Keine Station, die bestimmte Güter verkaufen. Hier ist nichts los. Was ist denn das? Schiffswerft. Verkaufen die nichts? Güter handeln. Verstehe ich nicht. Hä? Oder... Ja, verstehe ich jetzt nicht hier, ne? Hier gibt es schöne Handelsrouten, ne? Hier kannst du so 178.000 Gewinn machen, wenn du die Gaskollektoren bedienst.
Dafür müsstest du aber wahrscheinlich auch einen großen Raum haben, ne? Ja, das fliegen wir da jetzt weiterhin, oder? Schauen wir mal, dass der Computer das berechnet und wir springen können. Ja, hier gibt es jetzt drei Handelsposten. Das ist doch schon mal eine Aussage, oder? Aber leider keine E-Geschichten hier. Also schon zwar Erze und Energieröhren, aber keine Elektronenbeschleuniger. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Jetzt hangeln wir uns das System da durch. Das wäre das Westtor, ne? Aber da können wir auch springen, weil geht schneller. Oh, hier gibt es ein Loch. Das ist neu, oder? Wurmloch und sonst nix. Ja, wenn es das hier schon gibt, ne, dann will ich das mal gerade entdecken und dann dahin fliegen. Da gibt es keine Entfernung fürs Wurmloch. Springe ich mal da durch und gucke mich da hinten um, wo wir rauskommen. So, wo sind wir gelandet? Ah, doch ein ganzes Stück weiter in der Mitte schon mal. Gibt es denn hier Sektoren, die wir schon kennen? Ja. Beschleunigerfabrik, das hört sich doch sehr positiv für uns an, oder? Dann gucken wir mal, was für Beschleuniger die da herstellen. Schauen wir mal. Elektronenbeschleuniger. Da oben hin. Dann holen wir da mal unseren Elektronenbeschleuniger weg, den einen, den wir noch brauchen. Und ich glaube, dann haben wir alle Sachen zusammen für die Quest. Ja. So. Aber wir haben kein Power mehr. Da können wir jetzt hier so nicht bremsen. Ja, zu wenig Saft. Ja, schicke Station. Und jetzt sind wir gleich gedockt. So, da ist es. Güter. Ah, die haben alles. Und den kaufen wir erstmal, ne? Was sagt denn unser Handelssystem hier eigentlich so mit Routen? Handelsposten, die wollen auch alles haben, ne? Turbinen, Prozessoren, Transformatoren, Treibstoff, Arzneien, Kabel. Okay. Computer Mainframes, okay. Gut, wir haben eigentlich alles. Gucken wir gerade in die Quest. Zimmer Mission, Feind meines Feindes, war das da? Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Nicht aufgeben drücken, ne? Wir müssen jetzt auf Karte zeigen, vielleicht. Wo ist er? Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir mal schauen. Aha, können wir sogar hinspringen wahrscheinlich, oder? Unser Kreis reicht dafür. Der Sektor ist außerhalb der. Nee, doch nicht. Ach, das ist gar nicht unser Schiff, wo wir jetzt drin sind, wahrscheinlich. Das ist Craft. Ja, wo sind wir denn wohl? Da sind wir, okay. Das heißt, wir müssen hier um die Ecke mal Koordinaten eingeben. Was haben wir denn da notiert? Ah, mehrere Sternformationen, da waren wir schon mal, ne? Okay. Nichtsdestotrotz fliegen wir da mal hin und gucken. Da war ja einer, der hat uns schon mal, glaube ich, was erzählt, oder?
mir jetzt so abhauen sollen, weil er da seine Versuche gemacht hat oder sowas. Schauen wir doch mal, ob wir da noch den finden. Versuch, ob die. Hey, du lass mich in Ruhe. Ich teste eine neue Technik, du kannst mir eh nicht schaden. Was für ein Technik, du willst die technischen Details eh nicht verstehen, aber am Ende wird mein Schiff unzerstörbar sein. Erklär es mir doch. Ich sag, du würdest es nicht verstehen, aber sonst muss ich eine Lektion erteilen. Okay, ich gehe jetzt. Komm bloß nicht näher, ich werde sonst auf dich schießen. Ja, gut, dann wissen wir da Bescheid. Das hat keinen Sinn, ne? War das hier? Ja. Dann geben wir da die Koordinaten ein. Wo ist denn der? Da. Wo ist der Typ? Wissen wir noch nicht. Okay, dann mal hin. Wir wollen hier weg. Bevor wir kaputt sind, ne? Fliegen wir wieder mal weg. Naja, hier ist gerade ein schlechtes Ziel, aber. Dann fliegen wir weg. Okay, kein Problem. Ach so, wir müssen noch ein paar Sekunden warten. Ja, das ist schade jetzt gerade, aber wir hätten ja mal hier kurz gucken können, ne? Schiff. Mal hier die Hlun Honneef Piraten oder so ähnlich. Ja, die können wir jetzt gerade nicht angreifen, weil wir gerade was erledigen wollen. Das ist, glaube ich, wichtiger. So, Zeit ist gleich rum. Ne, 16 Sekunden noch. Jetzt warten wir hier doof rum, ne? Gibt's noch was sonst, was wir gucken können? Okay, hier. Ja, mit denen sind wir sowieso schon böse, wie wir sehen. Feindselig. Ja, Hiererei. Ah, die mit denen sind wir schon gut. Denen sind wir auch gut. Dann sind wir auch gut. Hier diese hier, die Odeoftwe. Die sollten wir vielleicht mal überdenken, dass wir da vielleicht ein bisschen das mit der Beziehung verbessern, damit wir da vielleicht auch noch ordentlich einkaufen können. Ne? So, wir sind da. Wo ist er? Ein Freund. Da ist der Freund. Drücken wir mal F für interagieren. Ich habe Beeindruckendes von dir gehört. Vielleicht können wir Zusammenarbeit um Wotan aufzuhalten. Wotan ist ein Feigling, macht nichts selbst und springt sofort in Sicherheit, wenn auch nur eine Spur von Gefahr besteht. Okay, das hatten wir alles. Du kannst Rache an einem Mann nehmen, der dich betrogen hat. Außerdem, wenn alles gut läuft, besteht die Möglichkeit, dass wir die Xotan-Technologie aus seinem Schiff herauskriegen. Ich kann sie für dich anpressen, damit du sie in dein Schiff einbauen kannst. Okay. In Ordnung, ich habe dir hier zu bleiben, musst du alle Zeit zusammen, die ich brauche, um deine Stirn. Komm wieder, wenn du sie alle hast. Okay, das hatten wir alles. Besorg sie einfach die Teile. So, ich habe die Güter. Sehr gut, ich mache mich sofort dran, das System zu bauen. Bis gleich fertig. Bin gleich fertig. Ist gleich fertig. Wir haben die ganzen Klamotten verloren und den Hyperraumüberlader haben wir gekriegt. Bitte schön. Okay. Aber denk dran, dass das System möglicherweise kaputt geht, wenn du es wendest. Wahrscheinlich hast du einen einzigen Versuch und das war's. Okay, dann wissen wir jetzt, dass wir dem Botan jetzt mit diesem Teil da seinen Hyperraumansprung kaputt machen können. Wenn wir den kaputt gemacht haben, dann bedeutet das, dass wir ihn bekämpfen können. Aber das müssen wir erstmal tun. Und dafür müssen wir erstmal gucken, ob unser Schiff denn überhaupt ne, den Wert dafür hat. Okay, und sonst müssen wir wahrscheinlich wieder sammeln und wieder hierher kommen und dann baut er uns ein neues Ding, könnte ich mir vorstellen. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!